Ja, grüezi miteinander. Es ist schon wieder ein Jahr rum. Ich freue mich darauf, dass ich schon wieder mit meinen Leuten zusammen darf die traumhafte Fernstimmung im Schloss Wier aufbauen. Was ist das für ein riesen Ordner hier? Ja, gell? Das ist ein gewaltiges Ding. Vor 8 Monaten hat es angefangen mit diesen Anmeldungen. Die haben wir rausgelassen, unsere Aussteller. Mittlerweile hat er sich gefüllt. Über 60 Aussteller sind hier innen und freuen sich darauf, ihnen ihre wunderschönen Werke zu präsentieren, die sie das ganze Jahr durch geschaffen haben. Wann ist es denn? Unsere Ausstellung ist vom 3. bis zum 6. November. Wie viele Aussteller hat es so in den Monaten? 63. Was gibt es heute besonders? Besonders ist, dass der Heinz Kirchhofer, der schon langjähriger Aussteller ist bei uns im Schloss, demo mit der Motorsäge im Schlosspark kommen, die Skulptur sagen. Oder kleine Sächeli, ich weiss es noch nicht genau, was er macht. Und was wir auch noch haben, neu für die Kinder, ist ein Bastel im Museum oben, wo sie für ein kleines Entgelt, für das Material, ein herziges Geschenk für die Mami, die Papi oder die Götti, was auch immer, etwas basteln. Das sind Gonis-Frauen, die dort am Werk sind. Das sind Bastelberaterinnen für Bastelzubehör und Sachen. Und die freuen sich auf einen Haufen Kinder. Jetzt, Rosmarie, wenn man ein bisschen in die Ordner schaut, was gibt es da für Aussteller? Ja, das ist ein spannendes Buch. Da haben wir zum Beispiel Memory, Karten, Häschen und so Sachen. Oder die gehen wir mal ein bisschen weiter. Da haben wir Hüftschmeichler, Pulswärmerli, Kinderröckli, das sind noch so Schultertücher, die sie macht. Oder die da. Die Ausstellerin die tut auf Tüchli und Sachen auf, mit der Nähmaschine sticken, gerade direkt. Da kann man gerade bei einer bestellen, wenn man etwas wetti. Oder da hat es Glismitz. Ich tue jetzt einfach ein bisschen gross, ich kann ja nicht 63 Aussteller erzählen. Oder da hat es da wieder engelhaftes Geschenkartikel, gemalt, Möbel, so spezielle, herzige. Oder da haben wir Bilder und Kerzen. Selber bemalte Kerzen. Was übrigens wichtig ist, die Sachen die sind einfach da, die sind selber gemacht. Es ist nicht irgendwo von einem Warenhaus oder von irgendwoher importiert, sondern unsere Aussteller die machen das selber. Fadenbilder haben wir wieder. Dosenkunst, der ist auch wieder da, der Roger Haas und Judith, die direkt am Stand auch wieder die Dosen bearbeiten und schöne Laternen und so daraus machen. Ja, da haben wir auch noch etwas ganz Besonderes. Und zwar sind das hausgemachte Likör und Sirup. Und dieser Likör der geht glaub, zurück auf ein Rezept von Herrn Pfeiffer, der hier im Schloss Wier daheim war. Aber genau das müsst ihr natürlich die Ausstellerin selber fragen. Und probieren. Ja, sowieso. Dann haben wir noch Naturkosmetik, handbemaltes Porzellan, wieder die wunderbaren Gitterkerzen. Oder verschiedene Gneitsets, Schmuck und Teelichthalter aus Tessinerstein. Also, es ist unmöglich, das jetzt natürlich alles aufzuzählen. Aber ihr findet alle Aussteller auch auf unserer Website. Also wer da ist und so, das seht ihr unter www.ausstellungimschloss.ch. Er tut das sicher noch einblenden. Mhm. Apropos Teelichtli zum Trinken gibt es auch etwas kulinarisch. Wie sieht es da aus? Ich denke, es wird wieder Glühwein geben, es wird feines Essen aus der Küche geben, wo er sich wieder nicht so in die Karte schauen lassen. Ja, also auf jeden Fall muss niemand hungrig gehen. Es gibt auch wieder ein Kaffeestöbli, ein Fernstöbli im ersten Stock oben. Wann machst du den Ordner zu, wenn ich anmelde, Schluss? Eigentlich Ende Mai, theoretisch. Praktisch läuft das natürlich weiter, bis die Ausstellung losgeht. Weil es gibt immer wieder etwas, was mal passiert. Vielleicht ist ja bei euch jemand dabei, der auch mal Lust hätte, mitzumachen. Nützt doch die Gelegenheit und meldet mich bei euch. Ich würde mich total freuen. Wie kommt man da her? Ihr findet auf dem Flyer zum Beispiel findet ihr einen kleinen Anfahrtsplan. Ihr findet Koordinaten.
den Busfahrplan ab Luzern. Aber das Ganze findet ihr natürlich viel ausführlicher auf unserer Website. Das ist unter www.ausstellung-im-schloss.ch. Dort findet ihr sämtliche Zeiten, alle Aussteller, einfach alles, was ihr wissen müsst. Und wann kann ich da sein? Wann geht es los am Abend? Und wann ist es jetzt genau? Am Donnerstag, am 3. November, geht es los. Dann sind wir auch parat für euch. Und zwar zu oben am 5. bis am 9. Und dann am Freitag vom 2. bis am 9. Samstag vom 10. bis am 9. Und am Sonntag noch vom 10. bis am 6. Ich freue mich total, wenn ihr den Weg zu uns hier ins Schloss findet. Und einfach ein bisschen eine Zeit für euch nehmt. Ein bisschen können wir geniessen. Und ihr macht uns und den Aussteller eine riesen Freude. Bis gleich. Und zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch ein paar traumhafte Impressionen aus früheren Jahren.